Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für die Planung und Organisation des Tag der Lehre. Wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat, das ist die großartige Chance, es jetzt sofort zu tun. Die Anmeldung ist kostenlos. Und ich darf zuerst meine liebe studentische Assistentin bitten, sich vorzustellen. Hallo, ich bin Minina Staflinger, studentische Assistentin hier bei Skill und zusätzlich Studentin an der FH St. Pölten. Wunderbar. Und lieber Michael, bitte stell dich vor, wer bist du? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Michael Dörr. Ich bin Dozent und Projektleiter an der Hochschule Luzern und arbeite dort in zwei Departementen, sowohl in der sozialen Arbeit als auch im Departement Informatik, wo wir momentan gerade eine Forschungsgruppe zum Thema Social Informatics, Culture and Collaboration aufbauen. Gut, ich darf gleich die erste Frage stellen. Und zwar, wie kann man projektbasiertes Learning oder Problem-Based Learning in den Sand setzen oder was kann dabei schiefgehen? Da kann eine ganze Menge, bin ich gefragt. Da Natürlich. kann eine ganze Menge schiefgehen, Nina. Also letztendlich könnte man mit dem Nürnberger Trichter ankommen und könnte sagen, ich löse für euch die Probleme und stopfe alles in euer Hirn. Das wäre zum Beispiel auch eine sehr gute Möglichkeit. Oder man formuliert die Problem- oder Fragestellung geschlossen, indem man letztendlich die Antworten schon vorgibt und in denen die Studierenden genau an der Stelle ankommen, wo sie vorher auch schon waren. Das gefällt mir gut. Und was ist die Alternative dazu, lieber Michael? Die Alternative dazu ist natürlich, indem wir mindestens mal den konstruktivistischen Lernansatz berücksichtigen, indem wir den Studierenden auch die Möglichkeit geben, wirklich etwas zu entwickeln, indem wir ihnen freiere Aufgaben stellen, indem wir ihnen auch klar machen können, dass wirklich die Gruppierungen, in denen sie zusammenarbeiten, zu neuen Lösungen kommen, die wir vielleicht auch als Dozierende noch gar nicht kennen. Worum wird es in deinem Beitrag gehen? Ja, in meinem Beitrag geht es ja darum, dass wir das, was wir bereits im letzten Jahr am Tag der Lehre in Österreich schon so vage vorstellen durften, da habe ich ja mit meinem Kollegen Widukind Zenker zusammen einen ersten Workshop durchführen können zum Thema Audiovision als Leistungsnachweis. Ein Jahr vergangen, jetzt heißt das Ganze Interconnected Media Learning. Und wir haben dazu mittlerweile eine Software entwickelt, wir haben ein Web-based Training entwickelt. Und dieses Web-based Training richtet sich eben nicht nur an Studierende, sondern es richtet sich auch an Dozierende. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen, die auch die Idee haben, vielleicht mal ihren Leistungsnachweis, den sie bisher in Projektberichtsform abgenommen haben, anders mal durchzuführen, vielleicht wirklich mal ein Medium einzusetzen, mit dem Fragen verfolgt werden, die können sich dort einarbeiten. Die bekommen eine Unterstützung, indem sie die Rolle als Dozierende anklicken können in diesem Web-based Training und sie werden durch diesen Prozess durchgeführt und erfahren dort Hinweise, Tipps, Hilfsmittel, wie kann ich denn so ein Projekt gestalten, so einen Prozess. Da leitet diese Software durch und ich kann immer wieder auch nachverfolgen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Planungsphase, wo es darum geht, ein Konzept zu erstellen, ein Drehbuch zu erstellen, kann ich den Studierenden eben auch entsprechende Hilfsmittel an die Hand legen, an die Hand geben und kann dann über den Dreh hinweg, über die Schnittphase, über die Präsentation, die Publikation, die anschließende, kann ich meine Studierenden unterstützen. Und sowohl für die Dozierenden als auch für die Studierenden ist in diesem Web-based Training eine entsprechende Rolle vorhanden. Okay, gut. Das heißt, im Workshop besteht auch die Möglichkeit, einiges selber auszuprobieren, wenn ich das richtig Genau, höre. genau. Die Kolleginnen und Kollegen können wirklich dieses Web-based Training durchlaufen und sie können sich dann, wir haben ja am Symposium zur Digitalisierung der sozialen Arbeit im Mai, habe ich euch ja das Werkzeug wecreate.ch vorgestellt. Und jetzt sind wir soweit, dass in wecreate.ch ein Werkzeugkasten integriert ist, für den ich mir ein Projekt, ein Filmprojekt in diesem Fall zusammenstellen kann. Das heißt, ich kann aus diesem Werkzeugkasten
kann ich entsprechende Schnittwerkzeuge, Planungswerkzeuge herauslegen und so ein Projekt mal gestalten über einen gewissen Zeitraum. Ich kann den Zeitraum festlegen, kann sagen, das ganze Projekt dauert jetzt vielleicht 2 Monate und das können die Kolleginnen und Kollegen ausprobieren und können sich dann ein entsprechendes Filmprojekt zusammenstellen. Es entsteht ein Gantt dann, das heißt, indem ich dann entsprechend die Projektphasen auch verschieben kann, anpassen kann, neue Methoden hinzufügen kann. Ich kann meinen Studierenden Coachings anbieten, ich kann ihnen eine Lernplattform anbieten. All das wird man auf becreate.ch dann erfahren. Gut, das klingt wirklich spannend und so freuen wir uns darauf, dass du uns wieder in St. Pölten besuchst und bis dahin alles Gute. Besten Dank. Ade Christian, ade Nina. Auf Wiedersehen.